Das Huhn Emma ist verschwunden. Auf der Bank vor dem Haus sitzen zwei, Nele und Opa. Nele kuschelt sich in Opas alte Jacke. Ich glaube, sie gruselt sich ein bisschen. Ist ja auch kein Wunder. Vorhin war Nele aus dem Haus gehüpft. In ihrer Tasche hatte das Puppengeschirr geschirpert. Sie wollte zum alten Eichbaum. Sie musste für 7 Puppen Mittag kochen. Opa hatte an der Einfahrt zur Tenne gestanden und mit spitzem Mund gelockt. Tuck, 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 tuck. Opa, was machst du da? Fragte Nele. Denk dir nur, hatte Opa geklagt. Heute früh lasse ich die Hühner aus dem Stall und Emma ist nicht dabei. Emma ist ein kastanienbraunes Huhn. Opa nennt alle seine Hühner beim Namen. Vielleicht sitzt ihr auf einem Nest, hatte Nele gemeint. Hühner verstecken manchmal ihre Eier. Sie setzen sich drauf und wollen Küken ausbrüten. Ja, ich hoffe auch, hatte Opa genickt. Nele aber war durch die Tenne hinaus auf die Kuppel gewitscht. Dort steht ein alter Eichbaum. Seine Äste reichen bis auf die Erde. Das ist Neles Spielhaus. Hier wollte sie heute kochen. Aber was war das? Unter dem Eichbaum lag etwas. Nele war näher gegangen. Da lagen Federn, viele Federn, im Kreis verstreut, kastanienbraune Federn. Nele hatte ihre Taschen fallen lassen und war zurückgerannt. Opa, hat sie gerufen. Opa! Opa hatte noch in der Scheune herumgesucht. Unterm Eichbaum liegen lauter Hühnerfedern, hatte Nele berichtet. Dann hatte Opa sich die Bescherung angesehen. Im Sand war eine Spur eingedrückt. Sie zeigte 5 Dellen mit 4 spitzen Nägeln. Oh je, hatte Opa gesagt. Das war Reineke der Fuchs. Und seitdem sitzen sie beide auf der Bank und denken nach. Meinst du, der Fuchs hat sie geholt? Fragt Nele ängstlich. Das muss wohl so gewesen sein, erwiderte Opa. Aber du hast sie doch in den Stall gesperrt. Die Stalltür habe ich wohl zugemacht, besinnt sich Opa. Aber vielleicht war Emma noch nicht drin. Sie war nämlich ein Trödelhuhn, musst du wissen. Gab es Körner, dann trödelte Emma so lange, bis die anderen alles aufgepickt hatten. Gab es zu trinken, dann war der Napf längst leer, bevor Emma kam. Sie guckte, wo gar nicht zu gucken war. Die anderen suchten sich Würmer und Käfer, aber Emma saß im Sand und besah sich eine Glasscherbe. Und wenn die anderen abends sich doch ihr Plätzchen im Stall suchten, dann rannte Emma noch draußen umher und suchte etwas zu fressen, weil sie hungrig war. So wird es wohl gewesen sein. Ich habe den Stall zugemacht, ohne zu merken, dass Emma noch nicht eingeschlüpft war. Sicher hat sie nach dem Regenwurm zum Abendbrot gescharrt, weil sie nicht rechtzeitig satt geworden ist. Das war schon zu der Zeit, als Reineke auf leisen Sohlen durchs Revier schnürt. Als es dann dunkel wurde, hat es Emma mit der Angst bekommen und ist zum Stall gelaufen. Vielleicht hat sie noch gerufen. Tuck, 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 mach auf! Aber wie sollen die Hühner im Stall denn aufmachen? Da wird der Fuchs schon nah gewesen sein und ist herangeschlichen. Oh, 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 sagt Nele. Und sie sitzen beide auf der Bank und denken nach. Aber wenn sie nun doch im Stall war, fragt Nele. Das kann schon sein, bedenkt sich Opa. Dann war sie also drin, als ich zugeriegelt habe. Sie muss sich durchs Klappfenster gezwängt haben. Und warum? Fragt Nele. Pff, warum? Warum? Brummt Opa. Sie wird nachmittags ihre Bekannte, die Wildente, getroffen haben. Sie haben sich natürlich die letzten Neuigkeiten erzählt. Hast du gehört? Hat die Ente geschnattert. Heute Abend feiern wir Hochzeit im Schilf. Es wird Tauwürmer und Grünlinge geben.
Zu schade, dass du nicht dabei sein kannst und in deinem albernen Stall sitzen musst. Und Emma war ja so neugierig. Ach, wenn sie bloß eine Hupe gehört hat, dann kam sie schon gerannt, um nachzusehen, wer da wohl gefahren käme. Gestern Abend nun wird sie auf der Hühnerstange gesessen haben. Immer muss ich zu Hause bleiben, hat sie sich gedacht. Ich möchte auch mal zum Ententanz. Aber sie kann doch gar nicht schwimmen, sagte Nele. Glaubst du, dass sie sich das überlegt hat? Fragte Opa. Sie hat das Schnattern im Schilf gehört und gedacht, ach, was soll schon passieren? Ich bin eingeladen, ich gehe hin. Das hat sie sich durch das Klappfenster so gedacht, gezwängt und ist losgelaufen. Hinterm Eichbaum aber hat der Fuchs gesessen. Dem lief das Wasser im Maul zusammen, als er das Geschrei im Schilf gehört hat. Oh, wie würden sie mir jetzt schmecken, diese jungen Enten? Das hat er wohl gedacht. Und dann hörte er Schritte. Tipp, tipp, tipp. Und das war Emma. Die duckte sich. Und der Fuchs, der machte einen Satz. Ach, 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 seufzte Nele. Und dann sitzen sie schweigend auf der Bank und überlegen sich die Sache weiter. Aber vielleicht kommt sie doch zurück, sagt Nele schließlich. Vielleicht hat sie der Fuchs gar nicht gefressen. Opa kratzt sich am Kopf. Möglich ist alles, meinte er schließlich. Und wenn ich es so bedenke, dumm war sie ja nicht, die Emma. Getrödelt hat sie und neugierig war sie auch, aber sie hatte ihren Hühnerverstand. Vielleicht hat sie nur ein paar Federn lassen müssen und schläft jetzt ihren Schrecken aus. Und wie ist das zugegangen? Fragte Nele. Tja, wie das zugegangen ist, sagte Opa. Emma wird wohl durch die Wiesen gelaufen sein. Plötzlich hat sie Schritte gehört. Sie war voller Angst und wollte losrennen. Da hat der Fuchs sie schon in den Zähnen gehabt. Halt! Hat Emma geschrien. Halt, lieber Fuchs, ich muss dir etwas ausrichten. Beeil dich, hat dann der Fuchs erwidert und sich schon die Lippen geleckt. Ich habe nämlich großen Appetit auf dich. Lieber Fuchs, hat Emma dann gesagt, mich haben die Hühner mit einer Botschaft zu dir geschickt. Wir sind mit unserem Hahn nicht mehr zufrieden. Er ist eingebildet und dumm, aber wir wollen einen gescheiten Herrn auf unserem Hühnerhof, einen, der so klug ist wie du, lieber Fuchs. Du hast auch so einen schönen Schwanz. Er ist viel schöner als der von unserem Hahn. Außerdem besitzt du 4 Beine und unser Hahn hat nur 2. Kurzum, wir sind Hühner und wollen, dass du unser König bist. So, so, hat dann der Fuchs gesagt und bei sich gedacht. Das wäre nicht übel, alter Freund. Da könntest du dir jeden Tag in Ruhe einen fetten Braten aussuchen. Alle Hühner haben sich schon versammelt, hat Emma dann weiter erzählt. Sie warten auf der Insel im Teich auf dich. Auch die Enten sind geladen. Hörst du nicht das Geschrei? Sie feiern schon, weil sie sich freuen, dass du unser neuer König wirst. Der eitle Fuchs hat bei sich gedacht, deshalb der Lärm, jetzt verstehe ich. Das wird heute noch einen Entenbraten geben. Und er hat gesagt, nun gut, ich will künftig euer König sein. Jetzt wollen wir aber das Fest besuchen. Komm nur mit, hat Emma dann gesagt, und sie sind zum Schiff hinuntergegangen. Hey, hat da der Fuchs gerufen, ich kann aber unmöglich bis zur Insel schwimmen, das ist mir zu weit. Lass mich nur machen, hat Emma dann erwidert. Am Schiff hat sie sich mit den Enten besprochen. Sie bauen dir einen Floß, hat Emma dem Fuchs erklärt, und tatsächlich, da kamen die Wildenten schon mit dem Floß aus Schilfheimen geschwommen. Der Fuchs sprang drauf, Emma aber blieb am Ufer. Und als die Enten den Fuchs mitsamt dem Floß auf dem Teich hinuntergezogen hatten, machten sie Kehrt und schwammen ans Ufer zurück. »Warum lasst ihr mich so allein?« hat der Fuchs gerufen. Unsere Emma aber hat am Ufer gestanden und geantwortet.
Du bist so klug, lieber Fuchs, viel klüger als jedes Huhn. Du wirst schon wissen, wie du wieder an Land kommst. Du hast so einen schönen Schwanz, damit kannst du doch steuern. Und du hast ja vier Beine und nicht nur zwei, wie wir Hühner, damit kannst du rudern. Dann hat sie ein Versteck gesucht und ist schlafen gegangen. Der Fuchs aber ist in der Nacht auf dem Teich herumgepaddelt und wenn er nicht gelandet ist, dann schwimmt er heute noch draußen. Nele ist froh. Wenn Emma ausgeschlafen hat, sagt sie, dann kommt sie bestimmt zurück, nicht wahr? Ja, wenn es sich so zugetragen hat, meint der Opa, dann kommt Emma gewiss zurück.